Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Und hier ist wieder eure Josie mit einem React-Video auf die Twitch Clips Germany, Folge 170. Das Ganze mit einem ganz interessanten Titel, den seht ihr auch schon unten in der Beschreibung, nämlich Melk mich. Sehen wir, was es damit auf sich hat und starten das Ganze. Herzlich willkommen zu Twitch Clips Germany. Dieser Kanal ist nicht monetarisiert und erzielt somit keine Einnahmen. Auf Patreon die Videos für ab 2 Euro pro Monat unterstützen. Link in der Videobeschreibung. Vielen Dank. Ja, das ist etwas, was ich zum Beispiel noch nicht wusste. Nämlich, dass die Twitch Clips Germany nicht monetarisiert sind. Wieder was gelernt. Heißt also, sie bekommen, damit ihr wisst, was das mit dem Monetarisieren heißt. Monetarisieren heißt, YouTube. Ihr gebt YouTube die Erlaubnis, dass sie in die Videos Werbung einblenden darf. Und das gilt für die, die natürlich nicht das Premium-Paket von YouTube haben und damit dann die ganz da werbefrei sehen, sondern die Leute, die Werbung sehen. Und die können dann, darüber werden dann Einnahmen generiert. Da zum einen natürlich für Google, denen gehört ja YouTube. Und zum anderen natürlich auch für die Streamer und Video-Content-Creator, also auch sowas wie mich. Man kann aber auch sagen, ich will nicht monetarisiert werden oder das Video soll nicht monetarisiert werden und dann kriegt man dafür keine Einnahmen. Das ist, manche machen das, weil sie sich sagen, ich mache das aus Spaß und ich möchte dafür kein Geld haben, sondern ich möchte damit das andere Spaß dran haben. Und Twitch Clips Germany gehört wohl dazu und ich finde das auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht. Und ja, wenn ihr sie also unterstützen wollt, geht auf Patreon, schickt ihnen einen kleinen Beitrag, damit das Ganze auch weitergehen kann. Wir machen jetzt weiter. Hier. Sieht so aus, als ob die nicht böse sein, eine Pennerin wäre. Da irgendwo liegen würde und sagen würde, ich habe nichts zu essen, ich habe nichts, hilft mir. Mama. Guck mal, die liegt da irgendwo auf die Decke. Das kommt als erster Gedanke. Guck dir das an. Also, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer diese Dame da im Hintergrund war, die das erzählt hat, da, was sie da sieht. Ich habe da nur ein Mädchen gesehen, das mit seinem Schweif gekuschelt hat. Also sprich, es war eine Kitsune. Das ist eine eine japanische Wolfs- und Fuchsgöttin. Davon gibt es viele. Unter anderem sehr bekannt Inuyasha. Der ist ein Kitsune. Und ja, also ich muss sagen, ich weiß nicht, was die Frau da gesehen hat. Das ist völlig idiotisch gewesen. Deswegen fand ich das Lachen von der Anime-Figur im Vordergrund wirklich richtig schön. Und ich muss jetzt machen, ohne ein Geräusch zu machen. Ich kann da nicht atmen, weil es so weh tut. Ja! Wow. Krasse Muskulatur, oder? Also, ich sag mal so. Es gibt ja einige Clips. Nein, falsch. Es gibt einige Challenges. Die sind ganz interessant. Also das Eisbucket fand ich interessant. Ich hätte es nicht mitgemacht, aber ich fand es interessant. Die Tanz-Challenge fand ich interessant. Hätte ich vielleicht auch mitgemacht. Hätte ich mich aber ein bisschen reinarbeiten müssen. Aber das... Wie kommt man bitte auf den wahnwitzigen Gedanken, dabei kein Geräusch zu machen? Vor allen Dingen, wenn man eine Mundharmonika im Mund hat. Man muss doch atmen, wenn man die Nase verstopft hat. Wie soll das funktionieren? Ja, ja, aber hier bringt das nichts mit nach vorne rein. Geh zum Speicher. Das war wieder mal ein typisches Beispiel für steh nicht zu lange an einem Ort. Genau. Sieht man noch, aber ist nicht mehr so schlimm wie vorhin. Es könnte vielleicht noch einen sehr krassen blauen Fleck geben, aber es ist einfach nur ein krasser Schnalzer. Also, ganz ehrlich, das sieht nicht sehr schick aus. Gut, dass der T-Shirt-Ärmel drüber gegangen ist. Und man sollte sowas nicht machen. Also, liebe Kinder, nicht nachmachen. Das ist ganz schlecht. Und
Ja, ihr habt gesehen, was dem Onkel passiert ist. Der hat jetzt bestimmt blaue Flecken. Und im Übrigen, bevor ich das vergesse, weil ich es jetzt schon die ganze Zeit lese und nicht darauf reagiert habe. Kistenkarte, ich gucke mir das Video, den Link, den du mir geschickt hast, an. Und dann machen wir das die nächste Woche. Das ist, glaube ich, ein etwas längeres Video, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann machen wir das die nächste Woche. Das ist kein Problem. Ich suche mir das raus, mach das bei mir auf die Liste. Und du sagst, nein, das ist kein längeres Video. Ja, dann muss ich aber gucken, wo ich das... ich guck's mir an. Wir machen es nächste Woche. Ganz sicher, hundertprozentig, ist auf meiner Liste, okay? So, Moment. Save. Kneit. So. Bene, du bist so ein Arschloch. Ja, also, wieder ein typisches Beispiel, wie man ein Spiel nicht spielen sollte. Ich bin jetzt gerade ein bisschen raus aus dem ganz einfachen Grund. Hier, Kistenkarte hat mir hier was geschrieben. Wenn ihr das Video seht, seht ihr ja neben, was er geschrieben hat. Nein, ich habe dir geschickt, weil ich da was haben will. Gut, dann gucke ich mir das nachher an und dann sehen wir darüber weiter. Das ist, glaube ich, nicht was hier jetzt gerade in den Stream gehört und deswegen, okay. Aber ich gucke es mir an, kein Problem. Okay, es lässt sich sehr schwer mischen, aber das reicht schon. Wenn sich sehr schlecht mischen lässt, ist es quasi Mission Impossible. Huh? Can I get a fucking hell yeah? Hell yeah? Das war jetzt weird. Das Mission Impossible fand ich noch einigermaßen lustig, aber was bitte war das da gerade im Hintergrund? Ton ein bisschen leiser drehen bei der Dame. Entschuldigung. Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Ah! Oh, meine Güte! Es war aber kein dreiköpfiger Affe, das war ein Mensch in einem komischen Anzug auf einem Schrank. Beziehungsweise, das wird wahrscheinlich ein Geist gewesen sein, aber es ist wieder mal das typische Beispiel für, wie spiel keine Horrorspiele, wenn du dich nicht erschrecken willst. Leute, lernt es! Einmal eben strullern, dann könnt ihr auch mal einmal ganz... Digga, habt ihr den Quickscope gesehen? Den Kid? Seht ihr, das ist der Grund, warum man im Keller nicht auf Klo gehen sollte. Die Wände könnten anfangen zu leben. Und dann passiert euch sowas. Und wer von euch geht runter in den Keller und hat eine Schrotflinte dabei? Wer das hat, bitte mal unten in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr interessieren. Namen werden nicht weitergeleitet. Zumal Keller ja zum Haus gehören und innerhalb eines Hauses darf man entsprechend die Waffen besitzen. Genau. Oh, 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 und zack, ja, geil, Daumen hoch, ich liebe Panda-Bären, das war geil, aber das war zu erwarten, alleine schon, dass er die Korde in der Hand hat, wer bitte zum Geier kommt auf den wahnsinnigen Gedanken und, denkt sich dabei nicht, okay, die Torte landet gleich in meinem Gesicht. Gut, dass ich dieses Jahr schon Geburtstag hatte, da kann mir das nicht passieren. Okay, weiter. Und das mit dem Panda-Bären fand ich geil, vor allen Dingen mit der Leiter. Sieht man mal, auch kleine Leute können Großen eine Torte ins Gesicht werfen. Irgendwann, Leute, bald machen wir das hier. Einsatz in vier Wänden, Tine Hitler, Schritt für Schritt. Hitler, oh Scheiße! Sorry, Tine Hitler. Oh, sorry, war nicht mehr mit Absicht. Der Gruß am Ende hat es nicht besser gemacht. Aber das war mal ein freundlicher Versprecher hoch 10. Aber nee, definitiv, das hat, was hat das mit der Geburtstag zu tun? Ganz einfach. Dazu sage ich jetzt nichts. Ich will keinen auf den Gedanken bringen. Verdammte Scheiße. Also eigentlich wollte ich hier bleiben, aber... Ich hab voll gegen meinen scheiß Subwoofer unterm Bedarf. Der Subwoofer wird es dir eventuell unter Umständen verzeihen. Meiner steht auch unter dem Tisch, so etwa in dieser Entfernung, also so einen Meter unterm Tisch.
Und ja, ich könnte auch dran treten. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie schafft sie es, einen Meter lang links, nein, ganz oder links, obwohl ich glaube, es sind so 80, 90 Zentimeter. Also passt. Es ist sehr verbuggt, aber solange es irgendwie funktioniert, bin ich sogar noch glücklich darüber. Ich finde Bugs nämlich immer sehr amüsant, Chat. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ey, machen wir bitte eine Compilation da draus? Das kann doch nicht dein Ernst sein, während wir drüber reden. Das nenne ich mal einen lustigen Bug. Und weil wir gerade bei der Compilation sind, wie immer, wenn ihr was Lustiges habt, drückt auf den Clip-Knopf und dann könnt ihr Clip machen. Und ja, genau. Wenn ihr mir das dann sagt, beziehungsweise ich das mitbekomme, dann können wir mal gucken, ob ich den Schritt mache, mich mit meinem Clips Teil bei Twitch Clips Germany zu bewerben. Oh, ich bin ein Monstergeist. Wie zum Geier kriegt man das hin? Das war ja cool. Neue Challenge für mich. Ich muss rausfinden, wie man das macht. Ja? Ich glaube, das längste, was ich am Stück mal gestreamt habe, waren, glaube ich, 19 Stunden. Aber dann war ich auch fertig. Dann war ich wirklich fertig mit der Welt. Hast du schon mal 24 Stunden Stream? Wow, Katha. Wow. Das längste, was ich gemacht habe, waren 19 Stunden. Echt krass. Hast du auch schon mal 24 gemacht? Zuhören will gelernt sein, aber ich muss dazu sagen, das passiert mir auch hin und wieder. Ja. Sieht man jetzt daran, mich hat jemand nach einem Datum gefragt. Ich habe gesagt, ja, das ist nächste Woche, dabei ist das erst übernächste Woche. Und dadurch ist jetzt Arbeit zustande gekommen, die eigentlich noch nicht nötig gewesen wäre. Aber man lebt ja von Arbeit. Ich glaube, ich mache mir tatsächlich einen Tee. Ich bin gleich wieder da. Hey, das kann mir nicht passieren. Keine Kabel. aber das, ich kenne das. Ich hatte bis vor kurzem einen Kopfhörer, der hatte ein 3 Meter langes Kabel. Und ich habe nicht immer dran gedacht. Dann hatte ich zwischenzeitlich das hier auch und habe dann da trotzdem überlegt, zum Stream nimmst du das mit dem Kabel, weil das ein bisschen besser funktioniert. So, und das Problem war dann am Ende, dass ich vergessen hatte, dass ich kein Kabellos mehr hatte. Ging Richtung Toilette und 3 Meter später gab es einen Ruck und das Headset lag auf dem Fußboden. Ich guckte blöd, ging aber trotzdem dann dahin, wo ich hin wollte. Mensch. Loot. Ja, ich sammle ein bisschen zu viel Loot, habe ich immer das Gefühl, tatsächlich. Das denke ich auch. Wenn man von einem NSC Recht bekommt, dann sollte man sich anfangen, Gedanken zu machen. Ganz gewaltig. Der hat doch was dabei. Der hat was dabei. Zieh die mal raus. Ich zeig euch mal meins. Oh oh. Der sieht aus wie der Kollege von dem Bombenleger. Der Fahrer. Ich sehe aus wie der Fahrer. Ich sehe legit aus wie der Fahrer. Oh mein Gott. Aber 100%ig. Die beiden könnten zusammen einen Film drehen. Ich würde reingehen. Oh. Jo, ich habe auf meinen Bauch gespritzt. Wow. Ih, das klebt ja voll. Mann, jetzt habe ich über diese klebrige Flüssigkeit auf meinen Bauch drauf gespritzt. Weird. Ich hab kein Tuch. Ich möchte jetzt nicht wissen, was er sich auf die Hose gespritzt hat oder wie auch immer. Aber Kisten gerade, ich kann's dir nicht sagen. Ich weiß es selbst nicht. Ich hab hier keine Möglichkeit, das nachzuprüfen, wo du die Clips-Sachen findest. Moment, ich guck mal. Ja, das ist eine gute Frage. Ganz ehrlich, muss ich jetzt mal sagen. Ja.
Es ist schwierig. Ich habe es bei mir selbst noch nicht probiert, deswegen weiß ich. Ich habe auch bei anderen noch keine Clips gemacht. Und ja, tut mir leid, dann müssen wir das dieses Mal noch lassen. Ich habe eh vor, da noch ein bisschen was dran zu ändern und dann wird das Ganze eh so sein, dass ja, genau, wie gesagt, also ach, unter mir. Nein, unter mir liegt ein Teppich. Ganz definitiv. Ich habe gerade nachgeguckt, da liegt ein Teppich. Okay. Ja! Geil! Kleiner Tipp! Nichts, was im Bildschirm ist, kann aus dem Bildschirm rauskommen. Also du brauchst nicht noch weiter zurückzugehen, nur weil was auf dich zukommt. Das ist nur im Spiel so. Aber ich liebe solche Spiele. Ich, wie gesagt, ich hab vier hier liegen. Wenn wir durch Never Alone durch sind, nehmen wir uns vier vor. Aha, okay. Ja, wenn du das sagst, dann ist das in Ordnung. Das ist deine? Ja. Hast du Leute hinten drin, oder? Nee, der freut sich nicht zu sehen. Ja, sowas passiert. Jetzt seht ihr, warum man immer wieder gesagt bekommt, schließ dein Auto ab, wenn du aussteigst. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, guckt euch mal Krimis an. Ich habe schon so viele Krimis gesehen, seien es deutsche, seien es englische, seien es amerikanische, seien es polnische oder sonst irgendwo. Ich habe wirklich nur in einem einzigen Krimi, besonders aus Krimis aus einem einzigen Land gesehen, dass sie beim Aussteigen die Türen abschließen. Und jetzt ratet mal, in welchem. Ich sag's euch nach dem nächsten Clip. Ich dachte gerade, ich sterbe, ich habe die Lücke nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich mit... Also das war jetzt wieder mal typisch, Lücke gesehen, aber nicht da oben geguckt. Aber wer denkt auch schon dran, dass Wagen durch Luft fliegen? Ja, also ich nehme mal nicht. Nein, Kistenkater, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe auch noch gar keinen Krimi aus Japan gesehen. Animes vielleicht, aber das sind eigentlich eher weniger Krimis. Nein, Polen. Die Polen schließen ihre Autos ab. Also zumindest im Film, die Polizisten, die steigen raus, schließen die Autos ab. Wollt ihr uns damit vielleicht was sagen? Die nimmt man normalerweise für Pferde, hör mal schon. Tut so weh. Mich? Oh! Entschuldigung, Alter. Ja, genau. Man wirft die Bürste, ohne zu gucken, wohin, und trifft dann irgendjemanden. Mir könnte das hier nicht passieren. Ich habe keinen, der bei mir hinter der Kamera steht oder den Ton überprüft. Zumindest nicht in der Nähe. Ton überprüfen tut ja schon jemand. Ja. Ja, genau. Was? Bei Cagney und Lacey machen sie das auch? Ja, das ist eine alte Serie. Da war das noch nicht so gang und gäbe. Okay, ich glaub's dir. Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Aber auch mal wieder eine Serie, die ich mir angucken könnte. Doch, war episch. Okay. hatte das Pferd nach vorne übergewischt? Ich meine, weil die Hinterfuhr. Aber Moment mal. Moment. Das ist jetzt interessant. Das Pferd hatte nach vorne übergewischt. Lief mit den Hinterbeinen in der Luft und hatte trotzdem vorwärts kommen? Das ist ein Rätsel. Aber es ist immer noch nicht das Rätsel, warum der Titel Mac mich heißt. Findest Wege, Spuren, viel Getier, doch nur mit mir, dem Jäger hier. Erst wenn du lernst, ja! Kannst du den Wald allein erkunden. Na, 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 ja, der Jan Hegenberg! Ich habe ihn schon lange nicht mehr singen hören. Ich habe ihn die letzte in einem Podcast, nein, nicht in einem Podcast, in einem,
Ja, er hat Podcast auf YouTube gesehen, aber ich kenne ihn natürlich. Wer kennt ihn nicht? Wer WoW spielt, kennt Jan Hegenberg mit seinen berühmten Liedern über dieses Spiel. Ja, ich liebe ihn. Immer geil. Wobei es bei uns hier in der Ecke auch Chinesen gibt, die kannst du nicht essen, so. Also, ich habe auch Chinesen um die Ecke, aber die würde ich nicht essen. Ich würde den Essen essen, aber nicht die Chinesen. Die schmecken nämlich, glaube ich, nicht. Oder sollte ich mir jetzt Gedanken machen, dass eventuell im Essen Chinesen sind? Wow! Alter! Daumen hoch! So mit durch die Luft zu fliegen und dann so zu landen. Mach das mal in Realität. Wenn du das in Realität schaffst, kriegst du von mir 5 Euro. Die Erlaubnis erteilt, so fucking gut auszusehen. Entschuldigung, 115 Gramm Mascarpone. Ich bestimmt, die Mascarpone sollte in die Schüssel und nicht auf das Handy. Ja, ist halt so. If I catch a bigger fish than you, you have to eat it. Raw. Roh? Roh? Woher kommt die zweite Pfeife? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Erstens, bevor die Frage kommt, Monkey Island. Zweitens, dies ist kein Fehler, sondern ein Goodie. Und das kommt in diesem Spiel mehr als einmal vor. Dieses Multiple-Choice-Verfahren bei den Antworten ist einfach nur genial. Man sollte nicht einfach die erste Antwort anklicken, die einem ins Auge fällt und die man denkt, das ist die richtige. Lest euch sie alle durch, wenn ihr dieses Spiel spielt. Dieses Spiel ist so geil. Aber glaubt mir, eine Sache werdet ihr bei diesem Spiel nicht mitmachen, was die Leute, die das Spiel damals im Original gespielt haben, mitgemacht haben. Nämlich das Disc-Jockey-Spiel. Ja, das Ding wurde damals, ich glaube, auf 15 Disketten ausgeliefert und man war an einem bestimmten Punkt, lege jetzt bitte Diskette 22 ein. Ein Schirm, der jetzt aufgepasst hat und weiß, dass das natürlich gar nicht funktioniert, aber man musste sehr viel die Disketten hin und her wechseln, das war früher schlimm. Ja, ich habe jetzt woanders hingeguckt und habe jetzt gar nicht gesehen, dass er gefallen ist. Ich glaube es ihm aber mal und ich fand, ja, ich weiß nicht, ich fand den Namen interessant. Daran habe ich mich festgehalten gerade eben. Nein! 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 Guckt euch das an! An einem Automaten würde ich jetzt nach links und nach rechts gucken, ob da irgendjemand guckt. Und dann würde ich mal ganz kräftig dran ruckeln, damit das Ding vorfällt. Ich hoffe zumindest, dass es vorfällt und nicht nach hinten. Da hätte ich jetzt auch bei der Weile gesungen. Nein, ich habe natürlich nicht mitgesungen, aber ich finde das schön. So war es richtig, so war es toll. Ein Applaus von mir für die kleine Truppe. Hey, lass meine Leiche drüber. Leder hab ich nicht gefunden. Ich schnitzel meine Leiche kaputt. Ja, wir brauchen Leder. Jetzt habt ihr Menschenfleisch. Stan. Guck ja. Mal, was ich hier habe. Das hat mein Bein. Was? Sie hat mein Bein. Ich habe Fragen, aber die stelle ich jetzt nicht hier. Offen. Er spielt wirklich mit der Nase. Ich sehe es im Stream, aber ich kann es trotzdem nicht glauben. Es ist unglaublich.
Respekt. Also, erstens mal für das tolle Flötenspiel und zweitens mal das mit der Nase zu spielen. Also, das ist eine Herausforderung. Ich habe mal versucht, eine Querflöte zu spielen. Das wollte ich unbedingt früher mal lernen. Heute würde ich es auch noch lernen wollen, aber ich habe keine Querflöte, deswegen bringt das nichts. Aber das ist gar nicht so einfach. Aus einer Querflöte einen Ton herauszubekommen, ist ungefähr so schwierig, wie aus einer Posaune einen Ton herauszubekommen. Und glaubt mir, das ist gar nicht so einfach, wie das manchmal aussieht. Das ist eure Entscheidung, betet mich an, kniet nieder. Es ist eure freie Entscheidung, ob ihr mich anbeten wollt nicht. Ihr könnt es entweder tun oder ihr werdet halt hingerichtet. Aber es ist eure Entscheidung. Das erinnerte mich jetzt gerade an das Auswahlverfahren der Ukrainer in den besetzten Gebieten. Das ist jetzt zwar etwas makaber, das als Vergleich heranzuziehen, aber ungefähr so stelle ich mir das da auch vor. Ich habe da gestern Berichte drüber gelesen, also gehört auch, dass die Leute da besucht wurden, und befragt wurden, ob sie das möchten oder nicht möchten, also zu Russland beitreten oder nicht. Und die Befrager hatten Maschinenpistolen dabei. Ganz ehrlich, wer würde da dann sagen, nee, will ich nicht? Also, ja, das ist ungefähr so wie mit, ihr könnt mich anbeten, das ist eure freie Entscheidung, wenn ihr das tun wollt, ja, wenn nicht, dann werdet ihr hingerichtet, so ungefähr. Also, ja, ein bisschen makaber. Nehmt das, ich hole es mir später wieder. Ich zahle gut, verliert es nicht. Keine Zeit zum Reden. Wenn ihr mich besteht oder betrügt, tötet euch, sonst meine ich Angst. Das möchte ich jetzt gerne sehen, wie er jetzt als Toter noch jemanden tötet. Obwohl, erinnern wir uns an Ultima Online, die toten Skelette, die konnten auch noch töten. Wir tauschen Bayern einfach weg, dann kommt dann Österreich, Österreich gibt der Schweiz etwas, die Schweiz Frankreich und wir bekommen das Elsass. Was haben die denn für einen Dialekt? Sprechen die nicht Französisch mittlerweile? Ich weiß gar nicht, ich habe in Geometrie nicht so aufgepasst. Ja, also in Geometrie nicht aufgepasst zu haben, ist zwar auch nicht gut, aber hat mit der Lage der Länder nicht viel zu tun. Das ist nämlich die Geografie. Und im Elsass ist, glaube ich, jetzt so, dass die Elsässer teils sprechen. Also sie können sowohl Französisch als auch Deutsch sprechen, auch so eine verwaschene Art, so in einem Misch. Aber dieses Bäumchen-Wechsel-Spiel, so der gibt dem was, der gibt dem was, der gibt dem was, der gibt dem was. Die einzigsten, die dabei gewinnen würden, am Ende wären wir Deutschen, weil wir werden endlich Bayern los. Oh, wir können auch werfen. Das könnte vielleicht ganz... Alter. Das ist insane. Jetzt hat er meine Waffe aufgenommen. What the fuck? Das kann nicht sein Ernst sein. Oh. Ja, doch. Du hast doch gesehen, dass es dein Ernst war. Aber es hat ihm nicht viel gebracht, dass er deine Waffe aufgehoben hat. Denn er hat sie so weit weggeschmissen, dass da nicht viel zu treffen war. Also zumindest nicht bei dir. Also so ungefähr. Mein Gott, ich will... Ich kann echt nicht so viel kotzen, wie ich fressen kann. Nee, warte. Ich kann nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Ach, ihr wisst, es ist zum Kotzen. Ja, ist es zum Kotzen. Aber richtig heißt der Spruch, ich kann nicht so viel essen, wie ich kotzen könnte. Weil, ja, genau, das ist ja der Sinn dahinter, dass du halt nur eine gewisse Menge wieder rauskriegst von dem, was du zu dir genommen hast. Ja. Ich überlege mir mal, ob ich dir mal ein Sprichwortbuch zukommen lasse. Au, das hat mir beim letzten Mal schon wehgetan. Amateur. Jetzt möchte ich, dass du hingehst und das zeigst, wie das ein Profi machen würde. Was möchtest du? Mama, ich bin deine Tochter. Das hier ist ja hier ekelhaft. Stimmt, ich hab dir heute noch keinen Kuss gegeben. Ist da was? Wo denn? Ja. Nein!
Jetzt wissen wir, warum Milchbaum so verrückt ist. Abstammung. Ihre Mutter ist genauso verrückt. Warte, ist Blasebalg, ist es ein... Was ist ein... Blasebalg, ist es ein Kind, das Flöte spielt? Was ist ein Blasebalg? Nee, nicht wirklich. Nicht allen Ernst, du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du nicht weißt, was ein Blasebalg ist. Oh mein Gott. Oh ja, Kinder. Scheiß Grüne getroffen. Goldtisch. Alles gut. Oh, das kann doch nicht sein. Ich schaffe es immer, mich mit der Grünen abzuschießen. Also ich schaffe es immer, mich selbst dann abzuschießen. Diese scheiß Grüne, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Dann benutzt sie doch nicht. Warten einfach bis zum nächsten Fragezeichen-Ding und dann kriegst du einfach hin und holst dir eine neue. So, und während ihr jetzt den nächsten Clip guckt, mache ich dafür, dass ich weiterhin Ton auf der Kasten habe. So. Das ist nicht nervig. Das ist der erste Tag und alle wollen halt so ein bisschen ihre Kanalpunkte ausgeben. Du musst doch ein bisschen nach vorne blicken, Sophia. Sophia, Isabel, du musst ein bisschen in die Zukunft schauen. Überleg doch mal, heute ist der erste Tag, wo man das einlösen kann. Natürlich wird da halt die ganze Zeit aber überleg doch mal, in 2, 3, 4 Tagen ist das zum Status Quo geworden. Es ist normal. Ja, eben genau. Eben genau das. Ja, ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich euch mit Kanalpunkten beschenken darf und ihr dann mir dasselbe mal reinhauen könnt. Ja, wird aber noch eine Weile dauern. Ich habe zwar schon jetzt mittlerweile 3 von 4 nötigen Dingen bei den auf Twitch, also bei Twitch geht das jetzt, bei Twitch mit fürs Affiliate geschafft, aber den vierten Punkt, der wird relativ schwierig werden. Gucken wir mal, ob ich ihn irgendwann erreiche und wenn ja, ob dann die anderen 3 Punkte noch interessant sind. Ich bin verwirrt. Sichtlich. Oh mein Gott! Ich kotze! Kann es sein, dass jetzt gerade eine Aneinanderreihung von verwirrenden Clips vor uns liegt oder teils schon hinter uns liegt? Okay, und Laura? Rapunzel ist großartig, oder? What? Warte mal, okay. Was? Fotos einreichen? Boah, realistisch was? AF einfach. Du willst Fotos einreichen, oder? Das ist krass. Sollten Sie jetzt anhand dessen, was da gezeigt worden ist, Bilder vorweisen oder sollten Sie die in dem Augenblick, wo das gezeigt wird, entsprechend interpretieren? Weil, wenn letzteres, wow. Alexa, spiele Helene Fischer. Das ist Helene. Nein, nicht bei mir! Okay, Google, spiel Helene Fischer atemlos. In Ordnung. Welche App? Oh nein, ich hab ja! Ich hab vergessen, dass ich Google hab und nicht Alexa. Also, damit ihr diesen Gag richtig machen könnt, folgende Aufbauliste. Was für eine Sprachassistentin habe ich zu Hause? Alle die, die man hat, es gibt ja verschiedene, Google, Alexa, Siri, und noch so ein paar andere, die auf eine Liste schreiben und alle die, die man hat, ausstreichen. So, meistens bleibt dann eine übrig, die man nicht hat. Bei uns hier zum Beispiel Google. Dann
überlegen, falls man die anderen hat, welche Aktivierungsworte sind in der Nähe gerade aktiv und welche sollte ich davon nicht nehmen. Weil manche haben ja mehrere Aktivierungsworte, zum Beispiel die von Amazon. So, und dann überlegen, ob derjenige, der am anderen Ende sitzt, das auch entsprechend laut hört. Deswegen sagen wir jetzt, Google, bitte spiel Helene Fischer mit Atemlos. Dankeschön. Oh, ein Häschen. Hallo, Häschen. Ui. Ui. Bei allem Verständnis, das fühle ich jetzt. Also das Heulen von ihm. Wie bitte? Warum zeigt man eine Erschießung eines Kanickels so detailliert? Nee, gar nicht gut. Ich hoffe, das Spiel ist wenigstens entsprechend hoch eingestuft. Nicht, dass da 12-Jährige vorm Spiel sitzen. Er ist noch nicht da gewesen. Er soll einfach nochmal klingeln, ist mir egal. Please. Okay. Respekt. Das muss man erstmal schaffen. War ein guter Start. Hätte auch gut gehen können. Hätte aber auch ganz schnell schief gehen können. Also da ist es jetzt gut gegangen, aber es hätte schief gehen können. Ultra angenehm. Die Kameraführung war in Ordnung, aber ein bisschen ruckelig, also ja, genau. Kann aber noch an mir gelegen haben, aber ich glaube nicht. Also ich sehe jetzt hier nicht, dass ich zu viele Fehler hätte. Jetzt haben wir's. Und tschüss. Und tschüss, sag ich doch. Gucken, wo man hinläuft. Ist eine Option. Ich habe gerade gedacht, lol, Alter, das gibt's doch nicht. Ich bin froh, einen Menschen zu sehen. Was denn? Ganz kurz Pause. Dann saß ich so auf meinem Bein, wie man das manchmal macht, und denke mir so, was ist das denn? Was ist das denn? Und ich stelle fest, ich habe noch so eine fucking Sicherung an meiner Hose. Okay. Ah, jetzt verstehe ich das. Das hatten wir die Tage, hatte ich das, glaube ich, im Podcast. Von Flipfloyd, da hatte ich das drin in der Sprechstunde, da hatten sie darüber gesprochen gehabt und ja, ist jetzt natürlich ein bisschen problematisch, weil, wenn man keinen Kassenbon mehr besitzt zu dieser Sache, wie gehe ich dann in den Laden und sage, würden Sie mir das bitte abmachen? Das kommt ein bisschen komisch, also ja, deswegen kleiner Tipp, guckt vorher nach, wenn ihr, bevor ihr aus dem Laden geht, dass alle Sicherungen raus sind, wenn ihr wisst, dass da Sicherungen dran sind, natürlich. Und das ist jetzt auch keine Anleitung dazu, etwas Schlechtes zu tun, sondern natürlich nur, wenn ihr das bezahlt habt. Ist das eigentlich taktisch klug? Also fängt Milch weniger an überzulaufen in dem Moment, wenn man sie dann so überkocht, wenn man sie anschreit? Hat Milch da so eine, also hat ein Kreideschrei da eine Mannstoppwirkung oder Milchstoppwirkung? Oder ist das rein hobbytechnisch als Kampfschrei? Also ich würde sagen, es war eher der Kampfschrei, denn also Milch kocht auch über, wenn man sie anschreit. Was dagegen helfen soll, dass Milch überkocht im Topf, ist eine Murmel. Legt eine Murmel in den Topf, so eine Glasmurmel, kann man ja überall kaufen, so im Kinderspielladen. Und in den Spielzeugabteilung von großen Kaufhäusern, legt die rein und dann kocht die Milch nicht über. Kann man irgendwo reinfahren? Ich fühle es nicht so. Da. Ich weiß schon, wäre ich nur ein paar Zentimeter weiter von, also bei euch gewesen, wir wären alle dead gewesen. Also alle. Ja, dann hast du jetzt ja was vor dir, Mädel. Viel Spaß beim Eliminieren der gegnerischen Mannschaft. Ich wünsche dir viel Glück.
fühle es. Ich fühle es. Katzen, die kommen an den unmöglichsten Orten auf die Idee, sich ausgerechnet an den unmöglichsten Stellen in dem Augenblick putzen zu müssen. Kenne ich von meiner Katze auch. Nein, von unserer Katze, Entschuldigung. Vielleicht habe ich heute einen Donut aus der Froste geholt und den in die Mikrowelle gelegt und den vergessen. Und der riecht immer noch total verbrannt. Er ist halt einfach ein Klotz. Ja, ADHS-Gehirn. Ja. Der arme Donut. TV. Lil. Scheiße, das ist falsch. Ich bin im Schlafzimmer. Scheiße, das ist auch falsch. Hä? Ich weiß nicht, wie mein eigenes Logo aussieht. Hä? Nein, was hab ich? This is failed. Das untere hätte nach oben gewusst. Oh mein fucking Gott! Ja, bitte? Achso, nee, falsche Abteilung. Oh mein Gott! Hier sieht man eine riesige Spinne! Das sieht man im Schwimmsport! Oh mein Gott, die ist riesengroß! Was denn? Oh mein Gott, ich hab gedacht, der trollt! Oh mein Gott, guck dir das an! Oh Gott! Oh mein Gott, das ist das Größte, was ich je gesehen habe. Da! Da! Was ist das? Oh Gott! Aber stopp das doch mal. Lass das doch mal gucken. Das ist ein Frosch. Oh Gott, ich schicke dir den Link. Oh mein Gott, das ist hoffentlich keine Spinne. Aber wenn das eine Spinne ist, ich zieh aus hier. Ich muss hier ausziehen, Klaus. Ich muss das Haus anzünden. Ich kann das nicht. Okay, ich habe einen Moment gebraucht, um das Ganze zu verstehen. Aber das sah für mich nicht aus wie eine Spinne, sondern wirklich wie ein Frosch. Ist natürlich jetzt die Frage, wie kommt ein Frosch bei ihr ins Zimmer? Aber ja, aber deswegen jetzt gleich ausziehen. Obwohl, ich glaube, bei manchen großen Spinnen würde ich auch da lieber ausziehen und der Spinne die Wohnung überlassen. Aber diese großen Spinnen gibt es zum Glück bei uns nicht. Ich rede jetzt so von den Huntsman-Spinnen. So, die gibt es in Australien. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, googelt mal. Aber nur, wenn ihr keine Angst vor riesen Spinnen habt, weil dann solltet ihr das besser lassen. Wir kriegen ja hier auch immer größere Viecher in die Gegend. Und ja, es ist schon erschreckend. Aber wer jetzt noch anfängt zu leugnen, es gäbe einen Klimawandel, ja, der soll abschalten, danke. Vater, Eure Majestät, euer Sohn und meine Tochter haben soeben beschlossen, dass sie füreinander bestimmt sind und zu heiraten gedenken. Meinen Segen werden sie von Das war die passende Antwort. Er stürzt sich in den Tod. Jetzt ist die Frage, hat er sich nicht gedacht, er erschreckt, weil sein Sohn eine so tolle Schwiegertochter nach Hause bringt? Oder weil sie so schrecklich ist? Okay. Jetzt haben wir zumindest das Rätsel gelöst, wieso diese Folge Melkbisch heißt. Dieses Kuhkostüm. Verwirrend. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Wie schminke ich mich schlank? Kein Bodyshaming oder so, ihr seid alle wunderschön, so wie ihr seid. Aber manchmal denkt man sich ja, oh, ich wäre vielleicht doch noch vielleicht so ein Kilo leichter.
Seht ihr? Der Arm wird einfach dünner. Voll gut. Was ist das für eine Farbe, bitteschön? Das ist mit Sicherheit die gleiche Farbe, die benutzt worden ist für dieses Video vorhin. Also ich hatte jetzt erst an Greenscreen gedacht, also dass man ein Greenscreen macht und was hinter sich, das hätte zu dem Bild gepasst. Und dann schminkt man sich grün und dann verschwindet man ja, wenn man den richtigen Grünton findet. Aber das war jetzt weird, weil der Pinsel war weiß. Ihr zürnt mich keineswegs und auch ich bin sehr oft unter den bäuerlichen Gebieten, wenn ich so sagen darf. Oh, ich wäre auch gerne oft unter euch. Ich mag die Menschen. Bitte? Nun, der Abend ist ja noch jung, nicht wahr? anzüglich A, B hat es jetzt völlig aus dem Konzept gebracht und C, wer zum Geier von euch war jetzt welche Seite? Habt ihr einfach mal so getauscht? Also er ist sie und sie ist er oder wie auch immer. Ich hab trotzdem Fragen. Mein Zauberstab hängt im Wasserhahn fest. Warte. Du warst. Mädel, ich denke, du kannst kochen. Du hast doch schon mehr als ein Kochstream gemacht. Hast du einen neuen Herd oder was? Weil du da so völlig abbläst. Erst die übergekochte Milch, jetzt vergessen, den Deckel auf den Topf zu machen. Oh mein Gott. Hast nicht wach zu kriegen. Die ganze Taverne hat geschrien. Ach komm, sag mal, ruhig da vorne. Eine ganze Dorf hier mit oder was? Einmal ist so. Ruhe da hinten! Mein Herz ist gebrochen! Ja. Das ist ungefähr so dieses Beispiel. Hör auf rumzuschreien! Du bist hier nicht zu Hause! Das ist ja wohl die Höhe! Oh Gott, ich habe es selbst geschrien. Aber irgendwie habe ich echt Drama hier mit meinen Lichtverhältnissen bei Tag. Bei Nacht ist das richtig cool. Aber bei Tag... Kenn ich. Mädel kenne ich. Das kenne ich nicht, das habe ich zum Glück doch nicht. Weil ich nehme dazu das da. Also das hier. Das da. Das ist eine Fernbedienung, damit kann ich mein Licht heller und leiser, dunkler machen. Zum Beispiel so. Also das ist jetzt heller, das ist dunkler. Nein, das ist jetzt das normale, das wäre dunkler. Wo das eigentlich auch nicht so schlecht aussieht, aber wir lassen das jetzt so. Wohl nehmen, wir machen das so. Sieht besser aus. Zeig dich mal. Ja, zeig dich mal. Zeug? Alter, du dumme Sau! Horror Game in Real Life. Ja. Bei mir wird das nicht passieren, weil ich sie aus den Augen wickel, wenn jemand in die Tür reinkommt. Das war cool. Richtig cool, ihr zwei. Doppelten Daumen hoch. Ich habe leider nur zwei, deswegen gibt es nur zwei. Achtung, Achtung. Dies ist kein Test. Bitte schließen Sie nicht das Fenster. Bitte verlassen Sie nicht den Stream. Ein Zuschauer hat es auf uns abgesehen. In Kürze wird eine gewaltige Sackbombe einschlagen. Bitte eskalieren Sie komplett! 80 Ich habe zwar nicht so einen tollen Sub-Ding und ich kann auch noch keine Subs annehmen, aber Follower werden mir jetzt hier unten angezeigt unter dem Bildschirm. Das heißt, wenn ihr mich wenn während des Streams als Follower kommt, dann funktioniert das. Mit der Toilette, ja? Twitch Clips Germany! Abonniert Twitch Clips Germany! Ja.
Ja, da habt ihr es gehört, abonniert Twitch Clips Germany, damit wir weiterhin so viel Spaß haben können, auch wenn der Spaß für heute schon wieder vorbei ist und ja, aber es hat mir hier richtig Spaß gemacht, es waren hier tolle Sachen dabei und ein paar Ideen kamen auch dazu und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr das hier natürlich auf YouTube guckt, mir einen Daumen hoch da zu lassen. Und wenn ihr dann eh gerade da unten unterwegs seid, könnt ihr noch zwei andere Dinge tun oder gar drei. Zwei wären aber richtig schön. Das eine, ihr schreibt einen Kommentar da unten rein und darauf reagiere ich dann. Und zweitens, ihr abonniert den, da unten ist irgendwo der Knopf dazu, da drauf drücken, dann folgt ihr meinem Kanal und das ist richtig schön, weil dann verpasst ihr nämlich auch nichts mehr. Und damit ihr dann noch wirklich nichts mehr verpasst, Glöckchen aktivieren, dann kriegt ihr eine kleine Mitteilung, wenn was Neues da ist. Und momentan kommt fast täglich ein neues Video aus den Sachen, die wir hier so in der Woche machen. In der nächsten Woche werde ich ein paar Sachen aus dieser Woche mit reinnehmen, weil wir etwas wenig Content die Woche haben. Obwohl ich noch eine Ansage gleich habe, genau. So, gut. Mir bleibt dann nur zu sagen, habt eine schöne Woche. Und wir sehen uns nächste Woche zu den Twitch Clips Germany wieder. Bis dahin sagt euch Tschüss, eure Josie.